Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Sins of a Solar Empire. Wir sind immer noch in unserem kleinen Tech-Spiel. Wir haben hier unsere Gegner auf zwei anderen Sonnen und hier unser eigenes System. Und wir waren beim letzten Mal dabei, unsere Festung hier deutlich zu verbessern. Müssen wir auch dringend mal machen, stelle ich gerade so fest. Wir hatten schon die ersten Gegner gesehen, die durchs Wurmloch kamen. Und Wurmloch ist tatsächlich ein Problem für uns, denn Wurmloch hieße, dass sie auch mit größeren Flotten unbemerkt sofort hier rankommen könnten. Da müssen wir ausbauen. Gucken wir uns erstmal an. Wir haben einen Ionengenerator gefunden, einen Ionenfeldgenerator. Das hilft uns für planetare Angriffe. Hier sieht es ganz gut aus. Wir hatten uns den zweiten Dreadnought auch bereits geholt. Increasing Tax from Planet. Ja, den holen wir uns mal. Weil hier werden mit Sicherheit irgendwann feindliche Schiffe ankommen und dann haben wir jedes Mal etwas davon, wenn feindliche Schiffe im Orbit um unseren Planeten sind. Ah genau, sieh an. Hier, den hatten wir schon erforscht oder sind gerade dabei. Okay, wir haben ihn zumindest schon bezahlt. Seht ihr, da ist schon ein feindliches Schiff. Skylark? Was? Ach, das war ein Speer. Skylark ist ungefährlich. So, was haben wir hier? Handelsstation, Military Lab. Uns fehlen noch drei Militaries. Zwei Militaries und ein Civic. Okay, haben wir die schon gebaut? Hier kommen wir auf 24 Logistics. Zack, zack. Da würden wir bei Gelegenheit nochmal eine orbitale Raffinerie reinbauen. Ah, und die Titanwerft. Genau. Okay, wir müssen unsere Crew noch weiter nach oben bringen, wenn wir den Capital. Den Titan haben wollen. Wie auch immer, hier fehlt uns noch einer und auf Military fehlen uns noch zwei, weil ich würde auch sehr gerne diese beiden hier entwickeln. Einfach um die Research Costs von dem Zeug hier runterzuschrauben. Das wäre mega, wenn wir das hinkriegen. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo wir die hinstellen. Na, wer ist da? Pathfinder ist auch nur ein Scouter. In Ordnung. So, hier unten haben wir noch 28. Ach, der ist noch nicht mal voll. Okay, 36 Logistics hier unten. Ist auch nicht voll. 44 da. What the heck? Okay. So, mal kurz einen Überblick schaffen. Das Ding ist voll, nehme ich an. Ja, das ist voll. Der hier ist voll. Genau. Der hier. Menschenskin, das hier. Der ist voll. Unser Erdplanet, unser Heimatplanet ist voll, der hier oben ist voll. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nur noch auf diesen beiden hier unsere Baumöglichkeiten. Aber davon da auch mehr als genug, also wirklich mehr als genug. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier 12 verbraucht, wir haben hier hinten 12 verbraucht. Das heißt, du baust mir noch ein Military Lab und der andere baut mir Military und Civilian Lab. Und dann sind wir bei 8-8. Dann kann das Spiel losgehen. Zack, zack, jetzt. So, schön. Schön, schön, schön. Hier sind wir damit auch durch. Population 218. Wir könnten hier noch Social ausbauen. Viermal. Our fleet is under attack. Was? Oh, die anderen. Diesmal sind sie tatsächlich auch schon mit Schiffen da. Wie siehst du aus? Ja, komm, du kriegst jetzt auch einmal den hier reingesetzt. Okay. Hier ist eine Flotte. Richtig, da war was. Hier ist eine feindliche Flotte. So, mal gucken hier. Die hier sind einsatzbereit. Die haben wir. Sehr gut. Wir haben Verteidigungsanlagen. Ja, die haben wir auch ausgebaut. Wir könnten noch eine dritte Repair Facility bauen oder aber wir bauen hier einfach noch mal so ein paar Geschützstellungen dazu. Und noch so ein Fliegerhangar. So, hast du schon zwei Leben? Nein, du kriegst noch einmal Lebenspunkte. Gut, so und jetzt könnten wir... Wir haben gerade keine 1000 übrig, sonst würde ich gern schon mal in Defense mit dem da anfangen. Oder im Military mit dem. Das ist auch eine schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Weil wir brauchen hier noch eine Menge.
Dauert eh eine halbe Ewigkeit. Also fangen wir erstmal mit dem an und dann als nächstes den da, wenn wir können. So, das heißt erstmal eine Menge Ressourcen gefressen. Was tut die Flotte? Die sammelt sich hier oben. Oh, sie haben einen Dreadnought dabei. Wo ist meine Flotte? Das sehe ich nicht. Da ist ja auch schon eine Flotte. Na gut, die ist so halb darauf vorbereitet hier, die Station. Mitten im Titan. Hier ist meine Flotte. Gut. Ender. Okay, wir wollen auf jeden Fall den Dreadnought haben. Das kann ich schon mal sagen. Blau kommt auch noch. Blau ist auch noch da. Was? Hier, mal rein. Schön, jetzt greifen die von hinten noch an, oder was? Cool. Ja, das, was da jetzt schon mit dem Titan zu tun hat, ist natürlich tendenziell leicht uncool, muss ich sagen. So, den da wollen wir loswerden. Hoffentlich verlieren wir nicht die Station auf dem Weg dahin. Die werden nämlich teuer. Oh lala. So, was haben wir hier? Ja, meine Schiffe sind auch noch nicht so geil, muss man jetzt dazu sagen. Ne? Der Titan dreht. Ja, Titan dreht. Wenn ich die bei. Ach, da sind die kleinen. Na, okay, davon verlieren wir wahrscheinlich auch gleich einen. Ich glaube, sie ziehen sich zurück. Ja, sie ziehen sich zurück. Käme mir natürlich sehr gelegen. Aber den hier würde ich schon irgendwie ganz gerne abknallen. Muss ich nur so sagen. Nein, sie ziehen sich doch nicht zurück. Sie haben sich nur gesammelt. Was echt uncool ist für mich. Meine Schiffe. Aber immerhin ist da noch hier der Condalian User. Wo geht denn hin? Fliegen die weiter? Nee, oder? Die fliegen jetzt nicht ernsthaft weiter. Doch, tun sie. Zieh dich auch mal weg hier. Die stehen immerhin schon richtig, das ist ganz gut. Alter, jetzt hör auf, diesen Krippen hier zu heilen, Junge. Fällt ein Schiff nach dem anderen von mir aus. Und der hier wird wieder geheilt. So ein Scheiß. Wenn man den nämlich ständig heilt, kriege ich den tatsächlich nicht weg. 500, komm schon, komm schon, komm schon. Die 100. Ich werde auf keinen Fall meinen eigenen Dreadnought spielen hier. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier zurückziehen. 200 Drohnen, Kack. Echt mal. Das war richtig ärgerlich. Der Jump Drive ist disabled. Das ist schlecht für mich. Das ist ganz schlecht hier. Na komm schon, dreh mal ab hier. Wie lange ist der denn bitte hier disabled?
Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal richtig einen auf den Sack gekriegt und das ist absolut uncool. Wir müssen mal nachbauen hier. So, nachbauen. Okay, wir haben aber unsere Flotte da immerhin rausbekommen. Das ist wiederum ganz gut. Aber die muss jetzt mal dringend hier zu einer Reparaturstation, die wir jetzt natürlich erst noch bauen müssen. Ist halt so. Kann ja auch nicht ändern. Zack, zack. All ordnance accounted for. Komm schon. Brauchen wir uns noch mal ein paar Lebenspunkte auf die Starbase. Go on, go on. Do it. Oh Mann, werd mal fertig hier. 15.000. Okay, das ist nicht viel, aber immerhin. Nicht viel, aber immerhin. Reicht, um so langsam wieder zum Kreuz gelöst zu werden. Muss ich noch so sagen. Zack. Den wollen wir noch haben. Die Range Increase hatte ich jetzt auch noch nicht, ärgerlicherweise. Weil. Den können wir nämlich auch noch reinpacken hier. Packen wir was rein. So. Genau. Wenn du kannst, zerstör den da unten bitte. Wir gehen eh nebenbei mal so mit drauf. Kommen die Verstärkungen ran. Ich will den da weg haben, ja, oder? Bin auch weg. Ich weiß, dass das hier eine sehr teure Sternbasis ist. So. Nichtsdestotrotz, wir müssen auch hier weiterbauen. Und die ganzen Sternbasen mal absichern. Man sieht, wenn die nicht vorbereitet sind, sind die eine leichte Beute. Ja. Und das hier ist leider eine leichte Beute. Warte mal, wir haben ja noch die hier. Ey, ho. Gib mir mal einen Defensive Rate hier hoch. Du denn noch? Repair Ships? Oh ja. Achso, ja, jetzt okay. Ah, das hilft jetzt für den ja alles, oder was? Oder was ist, wie ist das gemeint? Okay, so ist es nicht gemeint. Sind unsere Schiffe wieder einsatzbereit? Ich glaube, du noch nicht. Aber die beiden hier sind wieder einsatzbereit. Wir fliegen dann nochmal rüber. So, weitere Flottenteile. Wir haben noch gar keinen Sammelpunkt gesetzt, ne? Schlecht. Und für mich. 1, 2, 3, 1, 2. Das ist blöd, hier gibt es keinen guten Sammelpunkt tatsächlich. Das ist ziemlich doof. Obwohl, hier vorne war eigentlich auch in Ordnung. Ich muss nur aufpassen, dass ich das Kohlenschiff da nicht mitnehme. Was jetzt? Einmal bitte, hoppala, hier runter. So. Schon alles weggeräumt hier? Ja, schon alles weggeräumt. So, der Kleine ist weg, nehme ich an, weil ich nicht aufgepasst habe. Witzig. Boah. So. Umbargeschwader. Holy moly, also ohne. Okay,
Come on, come on. Wie gehen wir jetzt weg hier? Ja, nein! Hat er sich wieder geheilt? Jetzt ist er tot. Oh, mein Schiff. Nein, mein Schiff. Du darfst dich wieder zurückziehen. Zur nächsten Reparaturstation hier. So, zack. Reparatur. Ich brauche eine zweite Reparaturstation, weil ich nehme an, die hat keine Energie mehr. Ja, die hat keine Energie mehr. So, du darfst dich zurückziehen. Du kannst den da mal jagen hier. Na, also. Was? Du kannst dich bewegen? Leg dich nirgendwo hin, Junge. Wo sind die Bomber, wenn man sie mal braucht? Ah, geht. Ready to move out. No enemy will get by us. I'll never fail. So. Aber unerwarteterweise haben wir das Ding doch tatsächlich gewonnen. Also, das war doch mal gar nicht mal so schlecht hier von uns. Was brauchen wir hier? Wir müssen dringend nachbauen. Wir brauchen Reparaturstationen. Wir haben unsere kleinen Hangare verloren. Und wir haben eine Menge von unseren Gauss-Kanonen verloren, die eigentlich diese Station hätten schützen sollen. So, machen wir das jetzt mal hier. Zack. So. Diese Station muss jetzt leider irgendwie erstmal repariert werden. Das wird ein Weilchen brauchen. So, wir haben den ersten hiervon. Sehr gut. Jetzt geht's an hier. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen unsere Forschung vorantreiben. So wie es sich gehört. Piraten gab's nicht. Das will niemand. Also kann ich die von Hand verkaufen. Oh, shit. Crystal. Na, ich habe mich verklickt, ich Idiot. Das war kacke. Das war so, naja. Weißt du, so, jetzt holen wir uns auf jeden Fall nochmal den ersten von denen hier. Für 5000 und 1000 und hast du nicht gesehen? Wir wollen eine Raffinerie haben. Wo ist denn die Raffinerie? Da ist die Raffinerie. Die wollen wir haben. Wir brauchen zusätzliches Flottenkommando. Tatsächlich. Ein bisschen mehr Crew kann auch nicht schaden. So, jetzt wird hier erstmal repariert. Das dauert ein Weilchen, bis wir jetzt wieder bei 20.000 sind. Gebe ich auch zu, ja. Ist so. Das wird einen Moment dauern hier. Ich hier. Mehr Lebenspunkte. Waffen kann man im Kampf noch nachrüsten. Lebenspunkte erhöhen sich leider in Relation zum bereits erlittenen Schaden. Das heißt, ich kriege hier nicht die vollen Lebenspunkte und auch nicht die vollen Schildpunkte drauf, sondern nur einen Teil davon. Wenn die Station bereits beschädigt ist... Ach nee, für die ging das nicht. Für diese Technologien ging das hier. Wenn ich hier plus 5% kriege, die Höhenpunkte, dann sind das 5% vom aktuellen, nicht 5% vom maximalen. Das heißt, je schwerer eine Station bereits beschädigt ist, desto schlechter ist der Effekt. Und sie ballern hier immer noch mit ihren Superwaffen. Am wenigsten ballern sie damit nicht auf mich. So, bist du hier voll? Fast voll. Da kommt eine dritte Reparaturstelle hin. Und die dritte Reparaturstelle werden wir hier auch noch hinstellen. Einfach so. Bei Reparaturstellen ist haben besser als brauchen. Definitiv. So, und wir brauchen mehr Morgans. So. Dann haben wir die Dinger nämlich jetzt hier schon mal voll gepumpt. Hier wird auch ordentlich gebaut. Immerhin haben wir drei Fregatten hier. Dank unserem Ionenfeldgenerator hat dieser Planet eigentlich nicht abgekriegt. So 1000 Lebenspunkte mit Wasser nie 5 von den Planetenschiffen, also Bombardierungsschiffen, der wäre eigentlich weg gewesen. Aber wenn unser Incoming Bombing Damage um 80% reduziert wird, da können die eine ganze Weile drauf ballern, bevor da irgendwas kaputt geht. Was schon echt praktisch ist. So, wir sind wieder bei 5500. Das ist gut. Weiter reparieren, Leute. Weiter reparieren. Wofür habe ich euch? Research complete. Genau, wir wollen auch hier auf jeden Fall
noch mehr Antimaterie-Regeneration haben. Structure complete. Das ist wichtig. Structure complete. Burn Rate increased. Für unsere Schiffe ist auch wichtig. Mehr Schilder und mehr Schildregeneration. Auch wichtig. Also alles wichtig hier. So, mehr Reichweite. Quatsch, der ist noch ein Dings. Ein Aufbau. Structure complete. Du eigentlich? Ship Building. Okay. Very, 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 more quickly and friendly gravity wells. Ja klar. Bonus Experience wollen wir haben. Und ein Radar hier brauchen wir auch mal so langsam. Schätze ich. Gut. Die Teile hätten wir. Mark Price Adjustment finde ich eigentlich auch gut. Jump Rate Calculation. Mhm. Ach Gott, die Wurmloch Entwicklung brauchen wir noch nicht. Power Surge of great magnitude has been detected. So, okay, da geht's weiter. Wir haben die beiden da. Wir haben den. Wir wollen hier eigentlich noch einen haben. Hoffen wir uns nochmal kurz Credits für mehr Capital Ships. Und ich glaube, wir haben hier oben jetzt. Immer. Noch nicht? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall holen wir jetzt erstmal den Rest der Flotte ran. Wir können damit hinfliegen. Ich glaube, ich habe nicht. Okay. Doch noch keinen neuen. Ich bin schon echt gespannt auf Sins 2. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber wenn Sims 2 auch nur ein ähnliches Level hat wie dieses Spiel hier, oh, dann sehe ich schon, dass ich da wieder diverse Stunden drin verdenken werde. Weil es ist einfach ein fantastisches Spiel hier. Es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Wer das hier nicht kennt, hat quasi kein Sci-Fi gespielt. Ich mal so sagen. So, 900 Credits für den nächsten Trade Port. Dankeschön. Nehmen wir. So, Diplomacy. Wir wollen auch mal das Level unserer Unterstützungsmöglichkeiten anheben. Das sind die beiden hier, damit wir nämlich hier gegebenenfalls auch mal einen größeren Defense Rate. Ein Orbit. Okay, das hier ist tatsächlich nur im Orbit über diesem Planeten. Structure complete. This gravity well. Okay, das ist auch nur within this gravity well. Das ist das Einzige, was wir tatsächlich über alle Gravity Wells hinweg einsetzen können. Nur die Support Fleet. Auch gut. So. Zack. Hier sieht es gut aus. Ich glaube, unsere Flotte ist auch komplett repariert worden. Ja, das sind nur noch die Schilde, die da laden müssen. Yep. Easily done. Who needs your support? Yep. You heard the commander. Das ist doch hervorragend hier. Super. Superb. So, da haben wir den ersten. Jetzt haben wir einen Defense von 2000 mit einem Raid Fleet Supply von 120. Das ist gut. So, hier wollen wir. Hier ist das Ding fertig. Endlich. Jetzt geht's an hier. Structure complete. Jetzt geht es los. Harden Defense für mehr davon. Was bist du hier? Cost Decrease. Hm, auch gut. Improved Destabilization. Ja, den wollen wir natürlich auch haben. Mehr Schaden und Additional Bank Targets wollen wir auch haben. Unbreachable Hull wollen wir natürlich auch haben. Und Militia Weaponry und Armor wollen wir auch haben. Das Ding soll eine Todesfalle werden. So, den hier brauchen wir gar nicht mal mehr. Planetary Shield. Weil wir haben ja schon den Iron Field Generator. So, und für 106 gehen wir ja auch noch den letzten Schritt. Do it. Yes. So, jetzt, wenn die hier durch sind, haben wir schon mal sehr brauchbare Sternenbasen.
Hier können wir nochmal 20% auf Schilde und Co. draufladen. Die Ultimate Defense. Aber wir wollen jetzt erstmal zum Military rüber und mal gucken, wie es hier weitergeht. Ja, wir können da nochmal ein bisschen Panzerung draufladen. Noch mehr davon. Was sagen die Orks aus Warhammer? Mehr Dakar. Auch gut. Was? Experimental Weapon. Ja, ich sollte vielleicht auch mal meine Experimental Weapon produzieren. Wenn ich die allerdings habe, ist das Spiel auch fast vorbei, weil ich von dann aus der Entfernung die Heimatwelten platt machen kann. Also die Tech haben tatsächlich die Möglichkeit, diese Experimental Weapon bei richtiger Einstellung, nämlich Heimatwelt muss erhalten bleiben, als Game Ender zu benutzen. So. Träger. Kodiak Prototypes. Und hier... Ach so, Amount of Hull. Repaired. Das habe ich gar nicht gesehen. More crystal is needed. Das habe ich gar nicht gesehen. Our backup is joining the fight. So, und den nehmen wir auch noch mit. Gut, jetzt gucken wir wieder zu Defensive. Die Mesonen Bolt Cannon ist schon mal entwickelt. Das nächste, was wir jetzt machen, ist... Upsala. Diese Starbase hier aufs letzte Level zu bringen. Mit ein bisschen Geld geht das alles. So, dafür brauchen wir jetzt nochmal Geld und wir brauchen die Kristalle nicht, die Mineralien nicht. Zack, zack. Jetzt ist die Starbase auf dem besten Weg. Damit hätten wir jetzt alle unsere Systeme schon mal sehr gut gesichert. Jetzt könnten wir, wenn wir wirklich in Geld schwimmen würden, noch Proximity Mines entwickeln und das Feld, die Eingänge zu diesen Sektoren hier auch noch verminen. Dann wäre Schicht im Schacht. Ich glaube, die KI tut das tatsächlich. Da muss man sehr aufpassen, dass man vorher scoutet, dass man nicht mit seiner Hauptflotte direkt in ein Minenfeld reinspringt, weil das ist nicht so gut. Ich weiß, wovon ich rede. Mir alles schon passiert. Wenn jemand anfängt mit den Worten, was soll schon passieren, dann ist höchste Alarmbereitschaft gesagt. Wir könnten den Titan mal in Gang setzen hier. Setzen wir dahin. Nein, wir könnten nicht. Aber wir wollen. Kostet allerdings eine ganze Menge. Die haben wir noch nicht, die ganze Menge. Ich hätte auch gern seinen Titan zerstört, aber er ist leider geflohen, bevor ich konnte. Ich hoffe, unsere Waffen sind irgendwann tödlich genug, dass wir die auch einfach aus dem Orbit boosten können, die Viecher hier. Das wäre schön. Die Starbase ist schon wieder bei 12.000 und wird langsam weiter geheilt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, ihr macht das schon. Alle 20 Antimaterie wird so weitergebaut, geheilt. Kann die sich auch selber heilen? Ich glaube, sie könnte... Ne, das ist Construct. Hier, Docking Booms? Und das Docking Booms? Research complete. Repair and refill the antimatter reserves of friendly nearby forces. Und die Docking Booms. Okay, so. Die beiden wollen wir auch noch haben. Dann sind wir economy-mäßig schon mal ganz gut dabei. So, den da hätte ich auch gerne. Oh, Transcendent Growth. Ja, komm. Wir wollen hier die Hightech-Dinger haben. Max Population plus 100%. Das ist genau das, was wir suchen auf Dauer. Research complete. Genau das. So, die hier wollen wir dann auch noch haben. Das hier, Supply plus 1000. Oh, ja, nehmen wir, ne? Command plus... Hast du nicht gesehen. Ja, okay. Wir müssen ein bisschen Geld anhäufen jetzt. Aber das macht gar nicht. So. Aber anyway, für heute sind wir bereits mit unserer Aufnahme durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Panemitzer Zensis.